Gold und Silber ziehen deutlich an, die Aktienmärkte zuletzt leicht am Straucheln gewesen und sagen wir, wie sie in den nächsten Wochen davon profitieren können, das gucken wir uns in diesem Video an. Zuerst wieder der Blick auf den DAX Future und da sehen wir, in der letzten Woche hat sich kaum etwas bewegt im DAX. Wir klammern uns auf hohem Niveau fest, das ist gar nicht mal so ein schlechtes Zeichen. Rücksetzer sollten wir einplanen. Kleine Rücksetzer und sollte der DAX jetzt hier weiter dynamisch nach oben anziehen, dann ist das natürlich ein deutliches Zeichen der Stärke, dann haben wir die Seitwärtsbewegung der letzten Monate überwunden. Trotzdem müssen wir festhalten, dass wir vom Verlaufstief jetzt zum Hoch einfach schnell angestiegen sind. Daher sind Korrekturen, sind leichte Rücksetzer wahrscheinlich und die sind aber wiederum kaufenswert. Und genau das gleiche gilt für die US-Märkte, die schon wieder deutlich stärker sind als der DAX. Im Nasdaq 100, im S&P 500 sehen wir neue Hochs. Jetzt in den letzten Tagen leichte Rücksetzer in der vergangenen Woche gesehen. Und das ist aber nicht schlimm, das ist ja ganz normal. Da hatten wir schon in der letzten Ausgabe der Börse aktuell gesagt, na, wir sind jetzt hier kurzfristig überkauft, deswegen brauchen wir Rücksetzer. Und leichte Rücksätze haben wir gesehen. 15.500, 15.750 Punkte wäre ein optimales Einstiegsszenario im Bereich Swing Trading für die nächsten Wochen, um hier von der vom nächsten Aufwärtsschub nach oben zu partizipieren. Die 17.000 Punkte Marke, die dürfte erst einmal zu einer zumindest wieder kurzfristigen Gegenreaktion sorgen, so wie wir das zuletzt hier knapp unter der 16.000 Punkte Marke gesehen haben. Besonders spannend weiterhin der Russell 2000, da haben wir ja jetzt den Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung gesehen, hatten wir auch in dem letzten Börse aktuell Video angesprochen und der alte Widerstand wird zur Unterstützung, also Rücksetzer. Eigentlich ist das aktuelle Niveau schon immer noch eine gute Trade Location für eine weitere Aufwärtsbewegung nach oben, da hatten wir nämlich zuletzt hier Ende 2020, Anfang 2021 noch die dynamische Aufwärtsbewegung. Und genau das könnte sich jetzt hier nach oben weiter zeigen. Ein bisschen kritisch, und das hatte ich zuletzt auch schon gesagt, die großen Blue Chips, die großen Aktienmärkte, also S&P 500, Dow Jones, die sind ja zuletzt oder die letzten Monate deutlich stark gestiegen. Die Nebenwerte, Russell 2000, eben nicht. Und ist das jetzt hier der letzte Bewegungsschub, bevor es zu einer größeren Korrektur kommt? Dass vielleicht die Marktteilnehmer sagen, naja, was ist bis jetzt noch nicht so gelaufen, das wird jetzt gekauft. Also, diesen Gedanken müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Kommen wir zu den Edelmetallen und da haben wir aus Sicht der Saisonalität, also der statistischen Wahrscheinlichkeit, wie sich der Goldpreis entwickelt, von Dezember, Mitte bis Ende Dezember bis Ende Februar haben wir die Chance auf eine schöne Aufwärtsbewegung. Aufwärtsbewegung ist zuletzt schon gestartet und jetzt ist die Frage, und da brauche ich eure Hilfe, da brauche ich eure Kommentare, sollen wir den Goldpreis, die Edelmetalle in den nächsten Wochen bis Mitte, Ende Februar engmaschig begleiten, dass ich da immer mal wieder Videos zu aufnehme? Schreibt mir gerne einen Kommentar, wie da eure Meinung ist, ob euch das interessiert oder ob ihr lieber ganz andere Themen auf dem Schirm haben möchtet. Gucken wir uns den Goldpreis an und da sind wir jetzt von 1760 bis 1860 gestiegen, also kurzfristig überkauft. Wir haben den wichtigen Widerstand 1840 überschritten. Aufgrund der Dynamik, die wir jetzt gesehen haben, gehe ich eher davon aus, dass eine kommende Korrektur, und die wird kommen, dass die im Bereich 1840, 1820 bis 1840, dass wir hier einen Boden bilden. Also, dass wir eher eine flache Korrektur sehen. Und das nächste Ziel liegt im Bereich 1950, 2000 US-Dollar nach oben. Dort dürfte es wieder schwierig werden. Und das ist auf jeden Fall erstmal so mein nächstes Ziel hier tatsächlich für die nächsten Wochen. Vielleicht sehen wir Kurse darüber hinaus. Dafür brauchen wir aber weiter anhaltende Dynamik. Im Silber war ich eigentlich das Jahr über bullischer als im Gold und jetzt hat der Goldpreis aber den Silberpreis so ein Stück weit abgehangen, beziehungsweise Goldpreis ist wieder vorausgelaufen, so wie wir das eigentlich auch immer sehen oder häufig sehen. Und im Silber liegt mein Ziel bis Ende Februar im Bereich 29,30 US-Dollar. Und auch hier gilt,
Die Seitwärtsbewegung, die wir jetzt hier schon seit über einem Jahr sehen, die ist ja schon relativ alt. Deswegen besteht die Chance, dass diese Formation mal verlassen wird, dass die mal ad acta gelegt wird. Und da haben wir jetzt tatsächlich, sofern deutliche Dynamik jetzt schon vielleicht noch vor dem Jahresende stattfindet, dass wir uns vielleicht schon in dem Bereich 27,50 bis 28 US-Dollar aufhalten, da haben wir dann eine gute Chance, dass diese Formation nachhaltig aufgelöst wird und dass wir Kurse über 30 US-Dollar sehen werden. Aber so weit ist es noch nicht. Dafür müssen wir einfach den Silberpreis weiter eng verfolgen. Kurzfristige Rücksetzer sind hier tendenziell auch weiter erkaufenswert. Schauen wir uns den GDM an, den Minenindex, und da hatten wir zuletzt gesagt, dass hier das Unterstützungsniveau 850 bis 900, das wurde knapp unterschritten und dann haben die Käufer aber wieder ordentlich Gas gegeben, haben hier die Minenaktien nach oben gekauft und als wir es zuletzt angesprochen hatten, waren wir irgendwo hier unten in dem Bereich und da haben wir gesagt, hier stehen die Chancen einfach gut, dass die Käufer erneut Stärke zeigen, dass die im Bereich dieser Unterstützung wieder zuschlagen und das haben sie bewiesen, das haben sie gezeigt, die Minenaktien in den letzten Tagen ordentlich angezogen und ich gehe davon aus, dass das hier jetzt noch nicht das Ende ist, das was wir gesehen haben, sondern tatsächlich eher der Anfang wieder einer größeren Aufwärtsbewegung. 1100 wäre so das, ich sag mal so, das erste Ziel. 1200 bis 1250 wäre so das zweite Ziel bis Ende Februar, was wir hier noch an Wegstrecke vor uns haben können. Im Ölpreis hatten wir ja den Widerstand 75 bis 78 US-Dollar überwunden und hier kommen jetzt mittlerweile schon so ein bisschen Zeichen der Schwäche zum Tragen. Wir sehen eine Korrektur, beziehungsweise die Käufer hatten es bislang nicht geschafft, den Ölpreis über 85 Dollar zu treiben. Rücksetzer sind jetzt nochmal möglich in dem Bereich 75 bis 78. Dort ist weiter Unterstützungsniveau und von dem Niveau aus erwarte ich weiterhin eine finale Aufwärtsbewegung in Richtung 90 US-Dollar und das wird oder das kann an der Tankstelle noch weiter richtig teuer für uns werden, denn jetzt gucken wir uns mal noch den Euro dagegen an. So, und der Euro hat eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung aufgelöst und leider nach unten und das ist kein gutes Zeichen. Hier das Unterstützungsniveau 1,16 bis 1,17, das wurde zuletzt verlassen, schon im September hatten wir mit angesprochen. Das Niveau wurde als Widerstand angetestet und jetzt läuft der Markt nach unten. Und als nächstes Ziel, beziehungsweise nachdem wir hier diese große Struktur verlassen haben, erwarte ich nicht, dass wir jetzt schon hier an der untergeordneten Unterstützung uns langfristig aufhalten, sondern dass wir eher in Richtung 1,12 nochmal rutschen. Und das würde natürlich zu deutlich höheren Kursen Preisen an der Tankstelle führen, sofern denn der Ölpreis weiterhin stabil bleibt. Was das ganze Bild auflösen würde, was für uns deutlich positiver wäre und worauf ich eigentlich auch hoffe, ist, dass wir tatsächlich von diesem Niveau, was wir jetzt angelaufen haben, dass wir ähnlich wie bei den Minenaktien nur so einen kurzen Ausbruch gesehen haben, so einen kurzen Ausflug nach unten und schnell wieder über diese Unterstützung laufen. Das heißt, wenn wir mal einen Wochenschlusskurs wieder über 1,17 sehen, dann ist hier Entwarnung angesagt. Jetzt kommt das große Aber. Das muss ziemlich schnell geschehen. Denn alle, die hier in diesem Bereich verkauft haben, die jetzt vielleicht short gegangen sind, die Position abgebaut haben, die sind dann unter Wasser, wenn wir wieder schnell über die 1,17 laufen. Und aus solchen Situationen, wenn Spekulanten unter Wasser sind, dann kommt es häufig dazu, dass so eine brachiale Gegenbewegung stattfindet. Und das muss hier eigentlich der Fall sein. Das ist im Grunde jetzt die letzte Rettung hier für den Euro, dass wirklich schnelle Käufe initiiert werden. Wochenschlusskurs über 1,17. All die hier unten sind, das sind Prepped Traders, so nennt man das, gefangen in ihren Positionen und die müssen dann aufgelöst werden und die müssen ihre Position wieder drehen und dann ist ein dynamischer Anstieg möglich. Also darauf gilt es jetzt zu achten.
So, und zu guter Letzt gucken wir uns noch den Bitcoin an. Und hier bin ich ein bisschen, hier war ich zuletzt ja sehr bullisch. Gesagt, wir halten uns hier auf hohem Niveau über der 58.000 Punkte Marke. Gute Chance, bam, dass wir weiter deutlich nach oben anziehen. So, das Bild hat sich ein kleines bisschen geändert. Denn der Ausbruch ist erfolgt. Früher als ich gedacht habe. Aber was dann geschehen ist, das wollte ich eigentlich nicht sehen. Na, direkt wieder Rücksetzer. Oh, und deswegen, jetzt haben wir hier eigentlich zwei Möglichkeiten, auf die wir achten müssen. Bullische Variante weiterhin, weil wir in den letzten Tagen so Schatten unten gesehen haben. Das heißt, die Käufer sind da wieder aktiv, dass wir jetzt zügig ansteigen. Und jetzt brauchen wir aber auch zügig Kurse über 70.000. Ansonsten, liebe Bitcoin-Freunde, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Oder müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dann erwarte ich nämlich ein bisschen eine zeitliche weitere Ausprägung von dieser Korrekturbewegung, eben weil es die Käufer nicht geschafft haben, nach oben jetzt schon Vollgas zu geben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal Rücksetzer in dem Bereich 58.000 sehen. Und solange dieses Niveau hält, bleibt das super bullische Bild weiterhin bestehen. Das heißt, Rücksetzer sind weiter kaufenswert, wenn man nicht ultra langfristig ausgerichtet ist, dann ja, darf dieses Niveau erstmal nicht unterschritten werden, denn dann könnten wir nochmal Richtung 40.000 zurücklaufen. Also von daher so die rein psychologische Geschichte, die wir uns hier angucken, und nichts anderes sind ja Charts, Abbild der Psychologie der Marktteilnehmer, Angst, Gier und so weiter, und das fangen wir mit Hilfe der Charttechnik ein. Und wenn ihr Interesse habt, das Ganze zu lernen, das heißt aus dem Markt sowohl in steigenden als auch in fallenden Märkten zu partizipieren, zu profitieren, dann tragt euch auf der Steinrückenakademie, unten auf meiner Homepage gibt es einen Link dazu, tragt euch für ein Strategiegespräch ein, und dann begleite ich euch da engmaschig, und dann bauen wir da etwas Wunderbares auf, was euch ein Leben lang begleiten wird, denn die Investition in das eigene Wissen wirft doch die größte Rendite ab.